Hahaha. Ja, und ich meine, 64 Eisen und die 7 Stück dazu. Genau. Falls ihr noch Fackeln braucht, ich habe mir vorhin noch ein bisschen ein paar gecraftet. Also ich habe jetzt einen Stack und noch ein paar, weil hier so viel Kohle rumliegt. Es war gut, dass ich Holz mitgenommen habe. Das war man einerseits für Kisten, für Crafting-Tables und für hier, wenn man Fackeln-Nachschub braucht, kann man sich hier schön craften. Alter, ist hier viel Eisen. Aua. Ich würde gerne mal zu euch kommen, aber ich glaube, ihr seid so weit weg. Nee, das ist ganz einfach. Wenn du da, wo ich eben war, da wo du dann wieder da wo du die Kohle noch geholt hast, ja. Wenn du da weiter geradeaus gehst, dann triffst du auf uns eigentlich direkt. Habt ihr Essen? Ich habe 29 Melonen noch. Ich habe einen Haufen normalerweise. Wo sind das jetzt hin? Ah, hier 44 Melonen und 12 Steaks. Wenn ich mir jetzt anschaue, wo ihr langgegangen seid, dann ist ja der andere Spalt, dann sprechen wir gar nicht vom gleichen Spalt, weil der ist ganz nah bei unserer ersten Base, der Spalt, den ich die ganze Zeit besprochen habe. Ihr seid der ganze Spalt. Da, wo dieser Wasserfall ist, ne? Wo du gesagt hast, da muss man ja gar nicht unbedingt hoch, ne? Ja, einfach genau. Weiter geradeaus. Das ist gar nicht. Ja, also ich bin jetzt schon da bei dem Spalt. Ja, ich bin hier. Ihr seid unter mir. Ja, dann ist das gar nicht der, den ich gemeint habe. Es gibt noch einen anderen. Oh, fuck, wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Achtung, und hier hinten ist Lava, Achtung. Boah. Es gibt einen noch ganz, ganz nah bei. Da ist ganz viel Eisen. Das will ich noch abbauen, da oben auch. Ja, ich auch. Ich hab ja auch hier schon, hier unten schon alleine 35 Eisen aus zwei Quellen rausgeholt. Guck mal hier, direkt an der Lava auch Kohle ohne Ende. Ja. Und hier über euch geht's auch wieder raus, ne? Nach draußen, in die Freiheit. Ja. Boah, da ist man im Meer oder was? Nee. Doch, man ist im Meer, ich weiß es nicht. Das sind aber auch Bäume oder so, ne? Ja, es sind Bäume, doch kein Meer. Ich gehe mal um den Spaß raus und guck, wo der normale Eingang ist. Weit weg. Ich werde hier ein kleines Risiko betreiben und werde hier mal im Lavameer entlang. Oh, geil, hier geht's weiter. Im Lavameer. Ja, hier unten auch. Hier ist auch wieder ein Haus. Nein! Scheiß Skeleton will mich in die Lava reinschießen. Ich weiß es nicht. Alles hier weit unten. Oje, Creeper. Ja. Also die Explosion habe ich genutzt, damit der Skeleton down geht. Hat gut funktioniert. Achso. Hier ist so eine Ansammlung an Lavameer. Das sieht geil aus. Ich habe eine Mine gefunden. Ja, Holz. Ja, Holz. Ich hoffe mal, die ist lang genug. Ja, okay, das ist eine richtig lange Mine. Ich habe hier ein bisschen Redstone. In der Höhenlage ist auch oft Diamant, hier direkt an der Lava. Ja. Und dieses Grüne brauchen wir auch, diesen grünen Stein. Emeralde. Ein Smaragd. Emeralds. Wer schießt denn hier? Ist irgendwo so ein scheiß Skeleton. Ja, bei mir hier. Da liegt nur unten. Das schießt die ganze Zeit auf mich, aber das trifft gegen Stein, also clever. Was sie ja auch sehr realistisch gemacht haben, jetzt die ganzen Slimes, ne, die kriegst du ja. Achtung, hinter dir, oben. Oh Gott, ist das ein Emerald? Ein Smaragd. Ein Emerald? Ich kenne mich hier mit dem Textspeck noch nicht aus, deswegen muss ich erstmal gucken, was das ist. Ah, das ist ein Diamant, glaube ich. Nicht. Achtung, bei dir unten ist ein. Doch, das schwimmt in die Lava, das ist Diamant, oh mein Gott! Schnell! Ja, ich hab's noch. Ja, Diamond. Schakalai, lacht Diamond. Die Schakalai ist vor ganz deswegen, Junge. Okay, ich würde jetzt gerne da runter gehen, aber ich komme nicht zu euch runter, denn ihr seid so klein wie die Tante Kunterbunte. Boah, hier ist noch irgendwo ein Skelett. Boah, das tut weh. Und ein zweiter Diamant. Also ich würde euch empfehlen, auch herzukommen. Ja, ich komme gleich, ich nehme nur... Ja, clever. Ich nehme nur das ganze Eisen schnell noch mit hier, was hier oben ist. Genau, hier gibt's ja so viel abzubauen, ist ja... Aber alles. Wenn wir zurückdenken, die Höhle hört einfach auf und jetzt auf einmal haben wir uns ein bisschen weiter gebuddelt, sind wir hier schon in einem fetten Strang drin. Das haben wir gut gemacht, würde ich mal so behaupten. Haben wir gut gemeistert hier. Ich lauf einfach mal nur um. Ach, da über euch geht's ja generell nach draußen, sehe ich. Ja, ach du, da oben bist du. Ach ja. Okay. Ich bin ganz hier oben, ja, schaut mal nach oben. Moment, ich komme nochmal an den Rand. Ah ja, ich hab dich gesehen. Hier bin ich. Oh, mit seinem Lippenstift. Ja, ich habe extra meinen Lippenstift für euch aufgesetzt, auch für natürlich für die lieben Zuschauer. Denn mit Lippenstift spielt man besser. Das weiß jeder. So, ich komme jetzt auch mal runter. Geronimo. Ich baue hier mal ein bisschen zu. Eine Lapislalui-Ader. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Das ist ja abartig. Oh, ich bin Lapis Lazuli. Ich glaube Lapislalui stimmt oder Lapislazuli. Nee, Lapislazuli oder so. Ja, Lapislazuli oder wie auch immer. Genau, Lapislazuli. Jedenfalls existiert dieses Geschein wirklich und es soll gut gegen Hautbeschwerden sein. Das kann man sich irgendwie in die Fresse schmieren und... Oh mein Gott, das bräuchte ich. Ich will das schon stell dir mal vor, das muss man in Minecraft machen, um zu heilen hier. Ja. Schmier mal schnell so ein bisschen Zeug um die Fresse und dann geht dir gut. Schmierst dir in die Fresse, verdammt. Oh ja.
ist natürlich cool. Mega Power. Er errichtet hier so eine Plattform, damit er sich hier sicher bewegen kann. Ich möchte sie gerne. Achtung, sehen. Da hinten sind. Guck mal, hier oben geht's auch weiter. Da ist der Spawner 100 Pro. Da sehe ich die ganze Zeit die Zombies kommen, ey. Oh, aua, von hinten, aua, von hinten, aua, von hinten. Fall in die Lava, fall in die Lava, oh, du Kack. Spinne. Ja, bei mir hier war ein Skelett. Da fällt mir ein, es wäre sinnvoll, doch zu euch runterzukommen, denn ich brauche ja Essen. Ja, es wäre sehr sinnvoll. Okay, also wenn ihr, kleiner Tipp nochmal, wenn ihr den nicht schon benutzt. Oh, Creeper! Fällt er erstmal von oben. Wenn, also wenn ihr was abbaut, nicht direkt auf dem Stein stellen, wenn ihr hier in der Nähe von Lava seid. Achso, ja, klar, das ist, ja, das haben wir schon mit viel Leid erfahren müssen. Ja, nicht nur ihr, mir ging es ja nicht anders. Ja, das ist generell so eine kleine Krankheit, an der viele Let's Player leiden, die Sachen, die auf denen man steht, diese dann gerade abzubauen. Ja. Ist ja eigentlich das Dümmste, was man machen kann, denn da unten, ja, jetzt wäre ich auch schon drauf gegangen, wenn ich das gemacht hätte. Ja, ja, genau. Ich baue hier gerade Redstone ab und da drunter kam schön Lava zum Vorschein. Oh, fick, ich werde abgeschossen. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ihr seid, aber ich bin jetzt gerade da, wo Megapol vorhin stand und mich gesehen hat. Ist es weit weg? Nö, nicht allzu weit, aber wo ist er? Ach so, Wallen ist da hinten, dann gehe ich mal hier oben lang. Genau, wenn Killer da ist, komme ich schon mal zurück, damit wir wieder beisammen sind. Oh, das Gold, das Gold und Kratzlex. Alter, wo treibt mich die Scheißwasser hin, ey? Ja, ich war auch vor uns knapp weg von. Ich glaube, ich habe einen Spawner gefunden, auf jeden Fall. Oder ist das Lava? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall Skelette. Das ist wirklich riesig hier, das Teil. Das ist ja enorm riesig. Das gibt's ja gar nicht, wie riesig das hier ist. Ich bin jetzt ganz unter euch. Kann man mit Erde zumachen. Also, egal, nee, hier gehe ich nicht weiter. Nee, das tue ich ja nicht an. Das Gold schön mitgenommen, aber den Rest kannst du selber behalten. So, hier oben mal zubauen. Nicht, dass hier Zombie kommt von hinten oder irgendwas und dich in die Lava kickt. Wo seid ihr jetzt ungefähr? Weil ich brauche dringend Essen. Warte, ich komme dir entgegen. Ich bin jetzt, halt, da unten ist ein Name. Ich sehe was. Ich sehe was ihr nicht seht und das seid ihr. Ha. Runter. Megapol, ich komme zu dir. Ja, Schakelei, like a diamond. Schakelei, aua. So, wow, fuck. Fast in Lava mehr reingelaufen, ey. Hier ist alles voll mit Lava, man. Die sind irgendwie so abgegrenzt. Hier bin ich, du musst hier den Wasserfall runter. Oh Gott, ich habe auch gerade Walling gesehen. Killer! Yay! Ihr seid beide, ich brauche unbedingt, ich werde schon von mehr Hunger, glaube ich. Achtung. Dankeschön. Brauchst du noch was? Hier sind 6 Steaks. Oh, danke. Ich muss gerade auch mal was essen. Ja, ich auch. Komm, wir fassen jetzt das mal. Alle bei der Gelegenheit, was? Ja. Guck mal, hier so viel Lava mehr. Das sieht ja hier richtig crank aus. Ah. So, gleich mal Eis. Boah, schon wieder 62 Eisen. Ich wollte ihm das zurückgeben. Ich gehe nämlich zurück zu Ding, und um mir den Weg einzuprägen. Ja, genau. Das finde ich ja jetzt auch toll, aber nur doof, wenn man Optifine hat, dass wenn man jetzt Steuerung und Q drückt, dass dann die ganze Stack rausfliegt. Ach so. War das alles? Nein, stopp. Moment. Lapilapui! Und Redstone. Ja, warte mal, Redstone kann ich auch mitgeben und das Gold und da. Und Gunpowder. Moment, ich muss das kannst du ja auch noch kriegen und Spinnenauge und Faden und was ich weiß. Ich hab hier noch ganz viel Dreck dabei, das gebe ich dir auch gerade mit. Danke für die ganze Scheiße. Okay, ich geh jetzt so. Ich hab jetzt das Wichtigste dabei. Ich gehe jetzt so, wie ich auch hergekommen bin, gehe ich wieder zurück. Nee, mach ich nicht. Da ist hier überall Erde. Ach, überall Erde. Da ist hier überall Lava. Oh Gott, Erde. Scheiße, überall Erde. Paul, ja, nicht gefistet. Erde, überall. Fuck, Leute. Zieht euch warm an, die Erde kommt. Ich dachte, wir leben auf der Erde. Ja, nee, hier nicht. Falsch gedacht. Heute nicht. Boah, Alter, durch den Leck wäre ich fast da unten in die Lava gefallen. Vorsicht, Vorsicht. Die Lava ist zwar nur einen einzigen Vorteil, sie dient ein bisschen als Lichtquelle und spart Fackeln, aber sonst ist sie nur eine Gefahr. Eine Gefahr für uns und für sich selbst. Und für die Zuschauer. Wenn wir reinfallen, sterben sie vor dem Bildschirm auch. Genau, das ist ganz normal bei Let's Plays, das ist einfach so, das kann man jetzt auch nicht hinterfragen. Das ist dann 8D, ne? Ja, genau. Wir machen keine 3D-Videos, wir machen 8D, wo ihr dann gleich mit sterben tut. Gerüche werden jetzt neuerdings auch übertragen. Ich bin gerade der Fledermaus scheiße getreten. Das ist natürlich schlechtes für euch. Stopp, Leute. Ecker Guano. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich bin gerade auf dem Klo und mach mein Vlog. Leute, ich
total wünsche, ist der Platz. Die Lautsprecher kommen die ganze Scheiße rausgequollen. Ja, habt ihr eigentlich schon das neue Design gesehen? Ja, total behindert. Ja. Oben nur noch mit diesem hässlichen Banner da. Also das ist wirklich, also gar keine Individualität mehr. Dann gibt es auch so eine schöne Seite, wo man sich dagegen aufwenden kann, aber YouTube macht da ja, beziehungsweise Google macht da jetzt eh, was es will. Ja. Mit YouTube, also kannst du doch protestieren, wie du willst. Kommt doch eh immer wieder anders. Wobei mich würde interessieren, was dann in einem halben Jahr ist. Ne? Dann sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Ja, weil das Design ist, also als das jetzige Design eingeführt wurde, waren da schon einige. Also war das ja, ne, wollte man ja auch nicht unbedingt. Das ist ja oft so, dass man Veränderungen nicht so mag. Aber Kann man ja auch verstehen. Ja, man gewöhnt sich dran und es geht da jetzt mittlerweile und dann kommt dann so eine Scheiße. Also das, und das ist doch jetzt wirklich der letzte Dreck. Also man hat keine Designs mehr und so, das ist doch wirklich, das darf dann nicht wahr sein. Und auch mit diesem kleinen Infovideo, was dann noch dabei ist dann, und wenn du abonniert hast, ist es dann weg. Ja, das ist... Wie, was ist weg, wenn du abonniert hast? Na, da kannst du so ein Vorstellungsvideo über deinen Kanal machen und... Echt? Ja, und ist ja eigentlich ganz schön, aber dann, wenn du, also das ist für alle, die nicht abonniert haben, wenn du dann auf Abonnieren geklickt hast, dann ist es weg und dann siehst du dann nur noch die Videos und die Bilder dazu. Okay. Da ist dann der ganze Platz wieder total leer, was vorher ein bisschen mit dem Infovideo da ausgenutzt wurde. Ja, ausgefüllt. Ja. Und ist dann wieder nur völlig kleine Bildchen und... Boah, das ist doch total der letzte. Also warum denkt man sich sowas überhaupt aus? Ich meine, ich habe jetzt gehört, YouTube will natürlich, legt großen Wert drauf, dass die Videos immer mehr im Vordergrund stehen, allein schon wegen Geld verdienen und sowas. Und ja, dass die Kanalbesitzer eigentlich egal sind. Aber das merkt man auch an den Bezahlkanälen, die jetzt bald kommen. Ja, das ist ja total lächerlich. Hast du bezahlt? Also, da muss man bezahlen, um irgendwelche Kanäle zu sehen. Ja. Um die Videos zu sehen, musst du einen bestimmten Betrag zahlen, um die Videos von dem Typen sehen zu dürfen. Ah, das ist so ein geldgeile Schweinepriester, ey, das gibt's gar nicht. Ah. Das soll erstmal nur auf ein paar große YouTuber bezogen werden. Und Also wenn ich ein großer YouTuber wäre, würde ich das niemals machen. Da guckt mich ja keine Sau mehr. Wer will denn das bezahlen? Na jo, klar. Ich meine, vor allem jetzt bei Let's Playern zum Beispiel, da ist ja speziell, wenn man Minecraft spielt, dass der Großteil der Zuschauer eigentlich, sagen wir es mal so 12, 13, 14 oder sowas. Ah. Oder 15, 16, 17, 18, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die könnten ja gar kein Geld dafür ausgeben, selbst wenn sie es wollten. Ja. Also ich meine, das ist so möglich. Also wenn Gronkh würde es wahrscheinlich nie im Leben machen. Das wäre sein Untergang. Ja, das stimmt. Das wäre... Also soweit ich gehört habe, soll das Video, also die... Das Bezahlen dann so $1 im Monat sein, ja, um Videos gucken zu können. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn das da mal so 10.000 machen, also schon mal $10.000 da extra. Ja. Und das wer bekommt das Geld? Das wird geteilt, YouTube und dann der Kanaldödel. Ja. Ja, vielleicht wollen sie damit so ein bisschen dagegen vorgehen, dass, wenn man normal monetarisiert, dass dann alle immer Adblock nutzen und das halt, ne, dass man dann nichts verdient. Also soweit ich im Let's Play Forum erfahren habe, ist wohl die 50% ungefähr der YouTube-Nutzer haben Adblock und durch die verdient man dann gar nichts mehr dann. Ja gut, aber da gibt es eine einfache Methode, um das auch zu merzen. Ja, eigentlich schon. Deswegen. So wie Chip. Einfach eine Erkennungssoftware, die erkennt es, so wie bei Chip, und dann heißt es, bitte schalten Sie es aus. Also es geht das und das nicht, fertig. Ja. Ach, so, also ich gehe jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück, was hinschaffen. Ich bin gerade noch am Einräumen. Jetzt war wieder untätig hier. Ich habe meine ganzen Hacken vorhin weggelegt. Jetzt hatte ich keine Hacken mehr. So. So, ich bin jetzt schon so weit. Also die Höhle, die hört irgendwie niemals auf. Ich lauf und sehe hier ein bisschen Redstone, hier ein bisschen Kohle. Ich buddel mich einfach mal irgendwo rein und schon finde ich Eisen. Ja. Aber das, also genau sowas haben wir gebraucht. Unsere Vorräte hat man ja bestimmt gesehen, die letzten paar Folgen haben sich extrem zum Ende geneigt. Ja, das hat man gemerkt. Und das ist natürlich auch schwierig dann. Ach, jetzt nehme ich euer ganzes Zeug, würde ich jetzt wieder mitnehmen. Nee, das kommt alles hier hin. Kannst du schön behalten, den Scheiß. Kack, behalte hier, ich scheiße mir in die Hose und behalte es einfach. Ich mache einen Laden auf und verkauf's. Ich mache einen Laden auf und verkauf dann meinen Laden und... Ja, genau. Und dann kaufe ich einen anderen Laden auf von dem Geld und verkauf den auch wieder. So mache ich mein Geld. Junge. Genau. Junge. So.
Jetzt läuft es ja alles schön. Ja, klar, kommt von allen Seiten. Schießt mich ab. Warum nicht, oder? Oh, da oben ist ein Schleimball. Oh, dann Zombie auch. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava fall. Ah, ah, drei Herzen. Ah, drei Herzen. Ich muss erstmal was essen hier. Ah, zum Glück nur der Zombie da. Lauf, Johnny. So. Okay, der ist weg. Boah, schon Level 16, ey. Das geht echt schnell hier. Ja, ich bin. Ja, das geht hier wirklich flott.